willkommen zurück zu einer neuen jagdreichen Folge Mittelerde Mordors Schatten. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir nähern uns mit sehr, sehr großen Schritten dem Finalen und bevor wir uns ins Finale stürzen, müssen wir erstmal hier uns runterstürzen, denn da drüben wartet jemand, den ich noch nicht kontrolliere und den hätte ich ganz gerne. So, du da wirst erstmal abgestochen, wenn es genehm ist. Habe ich ihn eben gerade wirklich angeschossen? Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich echt nicht. So, alle du da. Sie nur von dir, Waldläufer. Stimmt es, dass du uns retten wirst? Ja, das stimmt. So, Kumpel, ich will deine Infos. Ich will deine Infos und zwar über diesen Kollegen hier drüben. Denn den haben wir noch nicht. Oh, wir haben schon die Infos. Alles klar, dann über den da. Der Prügelmeister. Alter, der sieht geil aus, oder? Hat ein bisschen was von einem Frosch oder so. Keine Ahnung. Cooler Helm. Aquaman. Ein Ork, der sich für Aquaman hält. Ein Ork im Aquaman Fanclub. Alles klar, du gehörst mir, du kleiner Wurm, du. Du kleiner Nippel. Du kleiner Räuber. Gut, dann schauen wir mal. Also, hier ist ein Konflikt. Ja, du kannst auch mir gehören. Willst du? Dann willkommen in der Armee. Duell. Mein Mann gegen diesen Mann. Der Verkrüppler gehört mir. Ich will ihn haben. Ich werde dich ausbluten. Und dann töte ich dich. Du bist ein Nichts gegen mich, du dummer Wurm. Na, der sieht doch ziemlich nice aus, oder? Der hat doch Stil. Jetzt bring ja nicht meinen Mann um, denn ich will dich übernehmen, Bruder. Und hier gehen wir runter. So, er weiß gar nicht, dass ich hier bin. Was sehr, sehr interessant ist und... Immun gegen Schleichen, nice. Kommt dir diesmal kein Tier zu Hilfe? Dann wirst du wie eines sterben. Die haben alle so coole Helme. Ich bin richtig neidisch. Er ist unterlegen, ja. Das ist der älteste Trick der Welt. Der Typ ist absolut unterlegen. So. Und jetzt gehört er gleich mir. Schaut genau hin. Also das nenne ich mal ein Bewerbungsgespräch. Und ich will Informationen über den. Der sieht eigentlich ganz hübsch aus, oder? Der hat beinahe was Menschliches. Naja, es sind ja auch eine Mischung aus Orks und Menschen. Willkommen in der Gang. Ja, ja, ja. Und bekommt meiner noch ein bisschen Macht dazu? Ja. Ein Punkt. Eigentlich bin ich ein Mensch, der Frieden bringt, oder? Ich meine, ich verbinde die Orks. Ich mache Frieden zwischen den Orks. Während die sich gegenseitig abstechen, mache ich hier Freundschaften fürs Leben. Alles klar, der hier muss sterben und der hier muss sterben. Und schon sind wir alle wieder cool. Ich bin beinahe Level Up, deswegen metzle ich ganz gerne hier rum. Tada! Und den nächsten Mann, ich liebe es einfach hier, mich durch die Gegend zu schlachten. Und da habe ich einen neuen Fähigkeitenpunkt. Wir sind so verdammt übermächtig. Also, Verbesserung. Ich habe zwei sogar. Dann will ich definitiv das hier, Schatten aufsetzen, das ist richtig geil. Und was haben wir hier? Nee. Geisterbrand. Geisterbrand ist cool. Und hier drüben, ich nehme den Geisterbrand. Ja. Überzeugt, überredet, mitgenommen. Attribute, Gott, habe ich viele Punkte. Mehr Lebensenergie. Mehr Munition, mehr Fokus,
Nochmal Fokus. Runenplatz. Noch ein Runenplatz. Hier drüben noch einen. Da noch einen. So. Dann... Hier gibt's nichts, aber hier drüben... Da wird wieder ein wenig rumgekritzelt. Hier nehmen wir uns... Mal schauen. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, das ist nice. Das nehme ich mir direkt mit. Dann hier der Bogen. Auch wieder ein bisschen rumgekritzelt. Hier nehmen wir uns mit. Was haben wir hier Schönes? Gesundheit ist eigentlich immer ganz gut. Fokus haben wir hier. Verbrauch. Haben wir sonst irgendwas Interessantes? Ist auch nicht schlecht. Gibt es denn nur Gesundheit? Anscheinend ja. 34 Fokus. Ist eigentlich auch ziemlich gut. Beim Reiten, ne, da nehme ich mir, glaube ich, den hier mit. Mit 45%. Jo, reingehauen. Noch rüber zum Dolch. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Da können wir zwei nehmen. Also, die drei hier oben haben wir. Episch. Purer Hass. Das ist eigentlich auch ganz gut. Im Eifer des Gefechts. Scharfe Klinge. Alter, wie geil ist das denn? Alles klar. 50 Gesundheit ist schon eine Menge Holz. Das sind nette Runen. Und die nehmen wir direkt. Okay, was ist hier oben los? Was kann ich hier jetzt machen? Warum bist du grün? Wir gehen mal noch hier hin. Hier gibt es noch Missionen. Alles mitgenommen. Wenn du befördert wirst, ja? Wenn du befördert wirst. Aber du wirst nicht. Nur ein Stück Schrak hat es nötig, seine Feinde zu vergiften. Lern einfach mit deinem Schwert umzugehen. Okay, machen wir erstmal hier die Bogengeschichte. Zähne aus Stahl. Ohne die Festung zu betreten. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung. So, machen wir den hier und den da. Drüben. Einmal. Zweimal. Das hier haben wir noch hier zum Runterhauen. Ich hoffe, mein Mann bekommt jetzt keinen Ärger. Ich will ihn auf keinen Fall verlieren. So, wir sind bei 4. Wer bist du? Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich echt nicht verlieren. Du bist ein cooler Typ. Bam. Da sehe ich noch ein Feuerchen. Und wir haben schon erledigt. Alter, ging das schnell? Ging das schnell? Richtig nice. Haben wir die Legende beendet? Yes, du hast die Legende des Bogens vollendet. Geil, richtig geil. Der sieht aber auch geil aus, der Bogen, oder? Atska, eine vollendete Reise. Seine Stärke ist auf dem Höhepunkt. Nice. Gut, Schatten und Stahl. Mal sehen, was hier auf mich wartet. Die Schleichmissionen, die sind immer ein bisschen schwierig. Moment. Du da! Ja, du! Mit diesem traurigen, armseligen Blick in deinen Augen! Wirst du heulen? Hm? Ich geb dir bald was zum Heulen! Der ist aber ein Arschloch, oder? Also, richtiger Wichser. Mann, ich hab hier einfach mal drei Kollegen, ne? Ich hab meine Jungs überall. Ich bin so im Business, Leute. Ich bin so fucking im Business. So, hier wieder hoch. Was war das? Es müssen Schleichtötungen sein. Schade. Hat mich jemand gesehen? Nee.
Kann ich hier rum? Auch nee. Dun, dun, da, da. Dun, dun, dum, dum. Wie mache ich das am besten? Kein Alarm, bitte. Kein Alarm. Wer sieht mich denn hier? Wo ist der Typ? Drüben. Aber wo ist der Typ, der Alarm auslösen will? Du da? Ach, da oben ist noch einer. Und zack, gehen wir hier mal nach oben. Okay, ich würde sagen, alles ist gut. Wir sind cool, oder? Ja, wir sind cool. Wir haben die Bonus-Challenge schon mal erledigt. Ah, Dreck. Geh hier hoch. Also, geht doch. Hast du das gehört? Hier treibt sich ein Mörder herum. Einer noch. Der da drüben. Oh. Fuck. Es sind immer so viele. An einem Fleck. Aber wie gesagt, es darf ja nur kein Alarm ausgelöst werden. Entdeckt werden dürfte ich rein theoretisch. Jetzt will ich auf keinen Fall einer von ihnen werden. Keiner will mehr Häuptling werden. Scheißjob. So, nur noch den da. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder wie? Doch, es geht. Nein, es geht nicht. Ich komme nicht hoch. Moment. Doch, jetzt. Komm schon, Beeilung. Beeilung, Beeilung! Ah, was für ein Ärger. So, Problem gelöst. Und jetzt haben wir hier drüben noch eine Mission. Dann sind wir durch. Meine Jungs hier, die bleiben schön undercover. Bleib bei deinem Fisch und ich bleib bei meinem Scheiß, ja? Machen wir es so. Deal. Du Fisch, ich meinen Shit. Und wir für immer Freunde. Okay, eine Schwertmission, die habe ich eigentlich auch ganz gerne. Haltet eure Augen offen. Die entkommenen Sklaven werden... Und erledigt. So, schauen wir mal. Was haben wir hier? Auch irgendwas mit Stahl? Die rote Flut. Hört sich gut an. Wir hatten Glück, dass wir den letzten Kampf gewonnen haben. Der Hauptmann würde selbst gute Strategie nicht erkennen, wenn sie ihm auf der Stirn stünde. Moment, ich muss sie einfach töten? Ich muss sie einfach nur töten? Das ist so easy. Das ist so easy. Warum ist das so easy? Das ist zu easy, oder? Alles klar, ja. Einfach nur töten. Und halt noch die Schildträger. Okay, warte mal. Hier ist nichts Schönes. Eine Leiche! Einer von uns! So, der Chef ist tot. Und... erledigt. Ach, der da oben. Der will Ärger machen. Boom. Ratzfatz, runter mit dem Schädel. Ich bin jetzt halt wirklich übermächtig. Wir haben ja fast alle Upgrades. Alter, was ist denn das hier für ein Fisch? Das nenne ich mal einen Fisch, oder? Sieht aus wie eine Mischung aus Hai und... was weiß ich. Herr der Ringe-Experte wissen das. Für den nächsten Kampf. Der graue Schleim aus den Sklavenköpfen? Was soll denn das sein? Gehirnmasse oder wie? Weil das Gehirn ist ja so gräulich. Wenn man es länger liegen lässt. Ich glaube, wenn man es gut durchblutet hat im Kopf, im Körper, ist es nicht gräulich. Aber ich bin auch kein Experte dafür. Das ist, glaube ich, eher rosa.
Zuckung. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Wahrscheinlich. So, da haben wir jetzt zwei. Achtung, da drüben ist ein Alarm. War wohl nur der Wind. Das ist ein Alarm. Was willst du denn? Also ganz ehrlich. So, hier. Sei mein Sklave. Zu viele Uruks sprechen von seiner Hexerei, als dass es nur ein Gerücht sein kann. Hexerei habe ich noch nie gemacht. Okay, ich muss den Schildträger wirklich im Kampf erledigen. Also einfach so meucheln ist nicht drin für den Bonus. Naja, dann. Dann legen wir mal los. Guck mal hier. Das muss jetzt gehen. Ja. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich hier ans Fass ballern. Egal, er ist tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So. So. Wer will noch eine Runde, du da? Bleib stehen. Wir stecken deinen Kopf auf einen Pfahl. Alter, jetzt. Was zur Hölle? Komm schon, jetzt mach dich doch mal tot. Danke. Ein kleines Fischerdorf, randvoll mit Orks. Danke fürs Sterben. Gut, dann nix wie raus hier. Wir können hier lang. Irgendjemand wirkt hier ganz schön rum. Kein guter Fisch, hm? Oh, schau mal hier. Ja, wenn schon, nehme ich's mit. Lange hier, Gelaia Mordor. Ja, wenn man es mir schon anbietet, oder? Was wäre ich für ein Mensch? So, hier oben sind wir durch mit den ganzen Nebenmissionen. Hier hätten wir noch eine kleine Nebenmission. Hier haben wir noch eine Nebenmission. Und hier will noch jemand Blutrache. Ich würde mir ganz gerne noch den da holen, weil er einfach irgendwie bullig aussieht. Oder hole ich mir den da, weil er einen coolen Helm hat. Wo bist denn du? Du bist ganz da oben, klar. Da, wo immer die bösen Jungs sind. Alles klar, ist markiert. Ah, nee, so rum. Dann holen wir uns doch den bösen Jungen und dann gehen wir zur Alten und schauen mal, was die für ein Problem hat. Wie viele Schwertmissionen fehlen denn noch? Denn ich habe immer noch nicht die Legende vom Schwert vollendet. Hier ist eine Dolchmission. Im anderen Gebiet hatte ich da noch eine Schwertmission. Ehrlich gesagt, kann ich es jetzt nicht genau sagen. Ich dachte, ich hätte sie alle genommen. Dachte wirklich, ich wäre damit fertig. Meinen Kopf mit Eisenstacheln zu überziehen, falls der Waldläufer auf mich aufspringt. Ja, geile Idee. Aber leider ist es spät. Vielen Dank, Waldläufer. Kein Problem, Jungs. Kann ich eigentlich hier noch irgendwas verbessern? Verbesserung? Nee, hier nicht, sondern hier. Ich habe hier schon alles. Attribute, Fortschritt, bin ich jetzt bei 55. Noch eine Story-Mission haben wir. Ich könnte mir jetzt hier nochmal Gesundheit holen, damit komme ich aber ganz gut klar. Ich nehme hier Munition. Geil, richtig geil hier die legendären Waffen. Jetzt haben wir aber 14 Schuss. Auch ganz schön nice. Ey, Ghoul. Griffel weg. Ja. So, wo ist denn der Macker? Warte mal, hier kann ich doch... Kann ich hier nicht rüber? Ist das Seil zu dünn? Du, da hinten bist aber mein Junge, oder? Gura. Ja. Das ist einer von meinen Boys. Der muss aber hier sein. Auf jeden Fall irgendwo hier in der Festung. Moment, hier kann ich mir noch was Schönes holen.
gewaltsame Kampfmaschine. Auf der Seite komme ich darüber. Ja, das geht. Nice. Was haben wir hier Schönes? Irgendein Artefakt. Jetzt nochmal 50 Points. Ein Schlüssel. Die Orks verkomplizieren die Lage nur noch. Das könnte meine letzte Fahrt für eine sehr lange Zeit sein. Meine Frau und ich, wir müssen woanders hin. Die Kiste, öffne sie. Jetzt. Warum? Es sind schwere Zeiten. Und wir müssen wissen, ob du uns bezahlen kannst. Im Voraus. Tja, es ist wohl kaum genug für euch beide. Wir haben immer... Das ist alles, was wir haben. Bitte, meine Frau. Hättet ihr bloß mehr gespart. Also, es ist nur Platz für einen. Ihr entscheidet. Nimm mich. Scheiß auf meine Frau. Ich will leben. Es gibt immer noch ein paar Wege aus Mordor. Je mehr wir Mordor in Flammen hüllen können, desto mehr Menschen werden ihre Freiheit erlangen. Toll. Da ist er. Nazduk. Nazduk. Geiler Name, Bruder. Macht 14. Alter, wie schwach die alle sind. Ich habe die früher voll hochgezüchtet. Die hier sind ja richtig erbärmlich, was die Macht angeht. Also, wo ist denn der? Der ist irgendwo da vorne. Ich will da nur durch. Ich will nur den Chef. Nazduk. Okay. Anfällig für Schleichen. Das ist gar nicht gut. Und es gibt keine letzte Chance, wenn ich jetzt hier down gehen würde. Und er es macht, dann bin ich weg. Schnapp den Sklaven! Ich bin Menschenabschaum! Jetzt lasse ich dich nicht entkommen! Cooler Helm! Töte ich dich! Amphibisch! Wenn ich schnell genug bin, er ist Kampfmeister. Shit. Dann müssen wir ihm eben so ein bisschen was mitgeben. Komm schon. Bam. Bam. Zack. Zack. Ey, ey, mach mich hier nicht dumm von hinten an. Wir schleifen deine Leiche nach Serigost und knüpfen dich dort auf. What the fuck? Hä? Ich schieße hier wirklich in den Banner rein? So, komm mal hier. Ist schon geschwächt. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? No, 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 no. Kein... Oh Gott, Signalfeuer jetzt auch noch. Warum muss das immer eskalieren? Oh, oh. Habe ich da irgendwas nicht genau gelesen? Ah, er hasst Brandwunden. Dadurch hat er Mut gefunden. Komm schon. Niemand zündet hier am Feuer rum. Hey du, Captain! Captain Smoggle! Ich hab keine Munition mehr. Was haben wir hier noch so? Nee, die halte ich lieber raus. Bin ich ein Hund, du Male. So, jetzt nochmal hier. Ja, 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 du bist ein Kampfmeister, ich weiß. Ah. Vorsicht. Vorsicht. Geht nicht. Darauf falle ich kein zweites Mal rein. Ja, ich will gar nicht auf ihn drauf springen. Oh, oh, oh no, keine zweite Chance. Nein. Nein. Oh, ich hasse es, Leute zu übernehmen. Ja, du wärst stärker. Was eine Sauerei. Jetzt wird der Typ stärker. Gut gemacht, Kies. Toll. Hätte ich nicht gegens Feuer geschossen, ne? Bitte bring... Will er einen von meinen töten?
Lass meinen Dummkopf in Ruhe, ja? Okay, meine Jungs werden besser. Das war die ganze Zeit mein Plan. Oh, der ist Level 17, der hier. Er wird direkt befördert. Level 18 bist du jetzt? Nicht schlecht. Aber keiner meiner Jungs wird angegriffen. Gut. Ja, ja. Hätte ich nicht in die Flammen geschossen, hätte die letzten erledigt. Du hast mit Sauron zusammengearbeitet. Hätte ich ihn bekommen. Dann hätte ich ihn bekommen. Töten, kein Problem. Och, der ist immer da oben, echt. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. Der Regen verwässert der Meister der Lügen. Tja, wie es scheint, das Finale gibt es dann wohl in der nächsten Folge, weil wir wären da eigentlich schon so gut wie durch dann. Ich versuche es noch einmal, den zu holen. Und wenn es nicht klappt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber ich versuche es nochmal. Ich hätte auch keinen Alarm oder so. Scheiß Feuer. What? So, geht doch. Jetzt machen wir hier cool, ja? So. Da lasse ich mich nicht lumpen. Ich glaube, wir sind alle tot. Ja. Alle tot. Merk dir meine Wort. Da ist er. Nahtstug. Nahtstug. Du kannst auch nur das Schlechte sehen. Ich habe ihn nicht getroffen. Alles ist cool. Ich darf ihn nur nicht anzünden. So lange ist alles cool. Das Problem ist halt auch, die spawnen relativ schnell wieder. Also, ja, man kann nicht sagen, hey, ich mache hier alles sauber. Auch jetzt ist die Festung auch noch im Alarmbereitschaftsmodus. Ihr wisst noch gar nicht, wo ich bin. Ich hörte, der Grabwander liebt es, ihn in die Luft zu jagen, wenn ihr ihm die Chance dazu gebt. Ja, das ist so mein Ding. Grog zerballern. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Hier ist ja so gut wie alles tot. Ich muss ihn einfach mal weglocken und nicht anzünden, dann kriege ich ihn. Ich glaube, der Waldläufer ist in der Nähe. Ah, hier drüben ist er doch, oder? Wie viel hat er denn? Oh, das sind ja richtig viele. Das sind ja richtig viele. Ah, ich muss sie töten. Ich muss sie töten. Der andere ist noch cool. Der weiß noch gar nichts von seinem Unglück. Aber hier sind wie viele? Fünf? Okay, machen wir es so. Tot. 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 Ich habe ja endlos viel Fokus, weil ich ja jetzt die Rune habe. Ne? Ich sag's ja, man wird immer krasser. Man wird immer krasser, je länger man spielt. Da war doch ein Geräusch. Da war nix. Mann, wie lange hält denn diese Alarmbereitschaft? Ganz ehrlich. Oh, jetzt hat er mich gefunden. Hat dich getötet und du kommst einfach zurück? Bin wohl ein Glücksspiel. Nein, bist du nicht. Schlammfurz. Der Schreckliche. So, jetzt komm mal hier schön. Ja, ja, komm mal mit. Und weg bin ich. Schreit rum wie ein Mädchen, ne? Okay, hat mich verloren. Ja,
10. Aber juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Meine ganze Armee, die auf dich wartet. Ja, ich auch. Hä? Ich habe auch eine ganze Armee. Nur die setze ich nicht ein, weil ich ein Mann bin. Kleiner Hosenscheißer. Du bist ein kleines Schwuckele. Das ist dein Problem. Das war knapp. Ich werde dich häuten. Und da bin ich wieder weg. Weißt du, wo ich bin, Kumpel? Huh? Weißt du's? Wir werden dich Stück für Stück auseinanderfetzen. Warum können die mich jetzt sehen? Ist doch unfair. Sieht nicht so gut aus, Kumpel. Ich erinnere mich an den. Na komm schon. Mich nicht damit rein. Mach doch den Stunner. Das hat schon mal nicht geklappt. Ich weiß, du bist ein Kampfmeister. Was Ätzenderes gibt's einfach nicht. So. Jetzt hier wieder weg. Reiz mich nicht. Ich meine es ernst. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich diesen elenden Bastard. Willkommen in meiner scheiß Armee. Du bist nur drin wegen deinem scheiß Helm. Information. Ja, komm, gib mir ein paar Infos über den da. Der hat aber schöne Lippen. Und du gehörst mir. Gut. Wir holen uns hier drüben noch das Artefakt, dann ist es vorbei. In der nächsten Folge werden wir das Spiel dann wohl durchspielen. Wir sind ziemlich krass, also wir werden wohl keine Schwierigkeiten haben beim Ende. Wir sind ja beinahe beim Maximum. Wo ist das Artefakt? Ist das hier? Artefakt! Wo bist du? Ich würde dich ganz gerne noch mitnehmen. Kann man da vielleicht irgendwo runter? Dass es so unter uns ist? Moment. Ja, hier kann man runter. Dann ist es definitiv hier drin. Gut. Eine Sternenkarte. Echt antik. Bis wir uns daran gewöhnt haben, sie zu sehen. Aber der Kleinere ist ganz kalt geworden. Hat sich weit entfernt. Er konnte das Laub lesen, die Linien auf deiner Hand und die Kerben auf deinem Kopf. Er konnte sehen, verstehst du? Und ich schätze, er hat es gesehen. Das Wissen. Sie sind beide losgezogen und man konnte erkennen, wann sie auf Orks trafen. Der Himmel verdunkelte sich und es begann zu hageln oder regnen. Der Wind schüttelte die Bäume und kurz darauf klärte sich der Himmel auf. Sie haben nie auch nur ein Wort darüber verloren, obwohl wir es immer wissen wollten. Besser nicht, pflegten sie dann zu sagen. Die beiden sind ohne ein Wort zu verlieren davongegangen. Es war nur ein wenig komisch, weil der Kleinere der beiden all seine Karten und die Tafel zurückgelassen hat, aus der er die Zukunft liest. Vielleicht um Gewicht zu sparen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht dachte er, er würde die Dinge nicht mehr brauchen. Alles klar, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Großes Finale, danke fürs Zusehen und... Ein weiteres Geheimnis. Mordor ist voller Geheimnisse. Der Orden der Istari. Diese Boten wurden geschickt, um sich Saurons Willen zu widersetzen. Und? Diese beiden sind vor langer Zeit gen Osten gegangen und wurden nie mehr gesehen. Und? Tschüss!